Im Mai 2007 hatte ich einen Weckruf. Ich bin von der Arbeit zurückgefahren. Zu der Zeit war ich in Genf tätig. Ich war auf der Autobahn. Ich machte einen Spurwechsel auf der Autobahn und schließlich endete ich hinter einem Unfall. Und ich selber bin gegen die Wand gefahren auf der Autobahn mit 140 Stundenkilometer. Und nach dieser Zeit verbrachte ich 11 Jahre lang in Schmerzen. In diesem Unfall habe ich alle Gelenke in meinen Knien gebrochen. Ich habe meine Hüfte ausgekugelt. Ich habe 8 Rippen gebrochen. Ich brach meine beiden Schlüsselbeine. Ich habe meine zweite Halswirbel gebrochen und in meinem unteren Rücken ein Wirbel gebrochen, jedoch keine Rückenmarksverletzung. Aber ganz viel Trauma in meinem Körper. Auf jeden Fall, für 11 Jahre lang war ich einfach nur unter Schmerz. Ich wurde depressiv und ich hatte Platzangst. Und ich habe eigentlich überhaupt nicht mehr geschlafen. Ich bin arbeiten gegangen, habe 12 bis 14 Stunden am Tag gearbeitet und als ich dann endlich nach Hause kam, hatte ich keine Energie mehr übrig, irgendetwas anderes zu tun. Und dann über die Jahre hinweg habe ich verschiedene Möglichkeiten ausprobiert, bin zu verschiedenen Spezialisten gegangen, aber nichts hat wirklich geholfen. Wenn überhaupt, hat es mir 1 oder 2 Wochen geholfen, aber nicht mehr als das. Im Juli 2018 hat mich ein Freund angerufen und hat mir gesagt, hey, ich habe diesen Typ auf YouTube gesehen. Es ist Dr. Joe Dispenza, du solltest dir ihn mal anschauen. Er ist ganz anders als alles, was ich bis jetzt gesehen habe. Also bin ich auf YouTube gegangen und habe Play gedrückt und dachte, oh, sehr interessant. Ich habe im 2017 habe ich mich mal mit Quantenphysik beschäftigt und viel über was Dr. Joe Dispenza gesprochen hat, hat sich natürlich auf Quantenphysik bezogen. Und dann bin ich auf seine Webseite und habe gesehen, dass das nächste Seminar in Toronto war. Und obwohl ich Franzose bin, lebe ich in Montreal. Und genau in dieser Woche, wo das Seminar in Toronto stattgefunden hat, war ich sowieso in Toronto. Also habe ich mich angemeldet, den Progressive Workshop heruntergeladen und mir die Videos angeschaut. Habe noch andere Sachen gelesen und habe eigentlich 6 Stunden am Tag damit verbracht, die Sachen von Dr. Joe Dispenza zu studieren. Das Ergebnis war unglaublich. Ich habe nie vorher meditiert. Das war mein erstes Mal. Ich dachte immer, ich könnte sowas nicht tun. Ich bin immer rumgerannt und es musste immer irgendwas passieren. Ich war super aktiv. Aber Meditation habe ich nicht gemacht. Und in der ersten Meditation in Toronto bin ich in Time und Space aufgegangen und ich war niemand, nirgends, wo. Also bin ich in der Mittel des Dunklen, in der Mitte des Dunklen. Und ich hatte einen transzendenten Moment, wo alles zu Licht wurde. Und ich sah, wie das Licht so stark vibrierte. Und es hat meinen ganzen Körper erneuert. Zentimeter für Zentimeter, Zelle für Zelle. Und ich habe gefühlt, wie die Zellen meines ganzen Körpers, meiner Wirbel, alle meine Knochen in neue Materie verwandelt worden sind. Ich bin aufgewacht, ich war am Boden, ich bin aufgestanden und es war das erste Mal seit 11 Jahren, dass ich keine Schmerzen spürte. Und außerdem habe ich das Gefühl in meiner rechten Hand zurückbekommen. Ich war 1,5 Stunden weinend und habe meine Finger berührt. Und du weißt, die Challenge, die wir machen mussten in Toronto, war, uns an einem 40-stockwerkigen, stockwerkhohen Hochhaus abzuseilen.
Und ja, offensichtlich, wenn du Schulterprobleme hast, war es nicht wirklich eine gute Idee, das zu machen. Und ja, ich hatte ja die Operation und der Arzt hat mir gesagt, ja, also das ist nur damit du ein bisschen, dass es dir ein bisschen besser geht, aber du wirst nie in der Lage sein, jetzt irgendwie etwas solche Dinge zu tun. Du wirst auf jeden Fall niemals du wirst niemals Liegestützen machen können. Und bevor dem Toronto-Event, also da war ich wirklich eingeschränkt. Ich hab Schmerzen gehabt, einfach nur die Türen zu öffnen. Also habe ich mich von diesem Hochhaus in Toronto abgeseilt und dann wirklich realisiert, was ich getan habe. Es war nicht nur, dass ich mich da von diesem Hochhaus abgeseilt habe. Nein, ich habe realisiert, dass ich alles tun konnte. Und dann, als ich nach Hause kam, habe ich mir gedacht, okay, der Chirurg hat gesagt, ich kann das nicht tun. Offensichtlich habe ich es ja trotzdem getan. Also vielleicht versuche ich jetzt auch noch etwas anderes. Also bin ich klettern gegangen und ich bin eine Wand heraufgeklettert. Und dann dachte ich, ja, vielleicht kann ich noch mehr machen, vielleicht noch was Besseres. Und dann habe ich mich für CrossFit angemeldet und jetzt mache ich viermal in der Woche CrossFit. Ich habe überhaupt keine Schmerzen. Und als ich diese Geschichte meinen Freunden erzählt habe, also den Leuten, die ich täglich treffe, die Leute glauben mir nicht unbedingt, aber sie sehen, wie wahr es doch ist. Und es hat total mein Leben verändert, denn jetzt werde ich nicht mehr wahrgenommen als Opfer. Eben, wenn du normalerweise erzählst, du warst in einem Autounfall verwickelt, dann ja, dann tut es allen so leid und so. Und es ist wirklich ein schrecklicher Kreislauf, denn du möchtest ja Sachen tun, aber du weißt oder denkst, dass du sie ja nicht tun kannst. Und so verfestigt sich einfach auch das Bild, das du über dich selber hast und das auch andere über dich haben, denn du warst ja das Opfer eines Unfalls und kannst so viele Dinge nicht mehr tun. Und noch etwas, was nach dieser Heilung passierte. Ich war wirklich emotional total ausgelaugt. Und ich bin auf die Toilette gegangen und ich habe in den Spiegel geschaut und ich habe mich nicht wiedererkannt. Und klar, ich wusste, ich kenne diese Person, aber dieses Upgrade, das ich erlebt habe, da war mir ganz klar, ich bin nicht mehr die Person, die ich vor 2 Stunden war. Für mich war das einfach das Schönste, was jemals passieren konnte. Es hat einfach mein Leben verändert. Den Ärzten und den Chirurgen, die ich dann getroffen habe, denen habe ich einfach nur gesagt, ich habe etwas erreicht, das ist da übernatürlich.